Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Freitagsvlog, der heute ein bisschen anders sein wird, als ihr es gewohnt seid. Normalerweise nehme ich euch ja mal mit durch den Alltag, erzähle ein bisschen von meiner Woche und was mir aktuell so durch den Kopf geht. Heute werden wir das ein bisschen auf diese Labersequenzen beschränken, denn ich fühle mich aktuell nicht so richtig fit. Warum, erzähle ich euch auch gleich noch. Aber insgesamt möchte ich mit euch heute trotzdem über drei Themen sprechen und euch nicht so ganz im Dunkeln lassen, was bei mir gerade los ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem positivsten Ereignis an. Und zwar gibt es ein neues Fido-Update. Es ist jetzt endlich soweit. Die Familie darf wieder eine eigene Wohnung beziehen und sind aktuell auf der Suche. Und das freut mich natürlich sehr und ich drücke die Daumen, dass es bald klappt. Ich will nicht zu euphorisch sein und sagen, aha, in 2 Wochen zieht Fido aus. Es wird wahrscheinlich noch sich so 1, 2, vielleicht auch 3 Monate hinziehen. Ich will ja auch, dass sie sich erstmal dann sozusagen einleben, dass sie die ganzen Möbel kaufen können und dann Fido sozusagen ins neue Zuhause übergehen kann. Aber ich freue mich, dass es jetzt doch so schnell noch geklappt hat. Die letzte Aussage sah ja nicht so rosig aus, dass ich das noch bis zu einem Jahr oder so hinziehen kann. Und auf der einen Seite freue ich mich total für die Familie, dass sie endlich ihren Hund zurücknehmen kann und ich freue mich auch, dass ich ein bisschen mehr Zeit für mich und für Wally haben kann, aber auf der anderen Seite bin ich so, oh, der Fido muss weg. Und es ist natürlich auch so, dass ich mich jetzt in den letzten 7 Monaten extrem an Fido gewöhnt habe und den Kleinen auch total ins Herz geschlossen habe und ich freue mich immer, wenn er bei mir ist und das ist er ja eigentlich fast jeden Tag. Und ja, er hat halt einen ganz anderen Charakter als Wally. Ich meine, es sind beides Mittelspitze, aber man merkt schon, rassetypische Eigenschaften haben beide und das sind auch beides die gleichen. Aber so vom Charakter her sind die halt völlig unterschiedlich. Und das ist manchmal schon schön zu beobachten und ich werde ihn sicherlich vermissen. Ich hoffe, dass sie sich eine Wohnung in Lobeda nehmen, beziehungsweise hier eine finden. In Jena ist das ja nicht immer so leicht, überhaupt eine Wohnung zu finden. Ja, und vielleicht können wir ihn ja ab und zu mal besuchen. Aber ja, es wird natürlich auch für mich gut sein, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich habe. Denn aktuell ist es ja natürlich so, dass es mir psychisch nicht so gut geht. Ich hatte es ja hier und da immer mal wieder erwähnt. Aber ich habe so das Gefühl, seit ungefähr 3 Wochen bin ich wieder so richtig in so einem Loch drin. Da fühle ich mich einfach depressiv und antriebslos. Ich verliere die Freude an den Sachen, die ich getan habe. Und das ist eigentlich ziemlich schade, weil ich hatte so den Eindruck gehabt, als ich aus der Reha entlassen worden bin, dass es so richtig bergauf ging, natürlich so in kleinen Schritten, aber ich hatte das Gefühl, boah, ich schaffe jetzt wieder so viel, ich kann mir Sachen vornehmen, ich kann träumen, ich kann planen, aber vielleicht habe ich es auch einfach übertrieben und es ist halt für mich nicht so einfach, weil bei mir ist es ja nicht nur die Psyche, sondern auch manchmal der Körper, der dann einfach streikt und aktuell ist es dann wieder so, wenn es mir einigermaßen gut geht von der Psyche her, streikt mein Körper und dann habe ich Migräneanfälle oder sonstiges und ich habe das Gefühl, die werden auch immer heftiger und langanhaltender und schmerzhafter leider. Naja, und ansonsten, ich weiß nicht, ich mache mir halt zurzeit viele Sorgen. Ich fühle mich auch nicht wirklich ernst genommen von den Ärzten. Ich habe jetzt auch meine Hausärztin gewechselt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemanden von meinen Problemen, entweder ist es so, ach, du bist doch noch jung, was sollst du denn für Probleme haben? Komm erst mal in mein Alter, bla 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 bla. Die können sich halt nicht vorstellen, dass man auch beispielsweise als Kind schon Traumata erlitten haben kann, aber lassen wir das. Und auf der anderen Seite habe ich dann das Gefühl, wenn Menschen so aus, ich sag jetzt mal, gutem Hause, guter Erziehung und sonst woher kommen, dass sie sich dann einfach manchmal gar nicht vorstellen können, was mit einem wirklich los ist. Und sich dann so überfordert fühlen, also so voll auf die Mitleidstour gehen von wegen, oh Gott, du Arme, wie kann ich dir bloß helfen? Und irgendwie ist beides nicht so cool für mich, ich weiß nicht. Ich bin dran, ich rede mit meiner Hausärztin, ich rede mit meiner Psychologin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich stecke zurzeit fest. Ich bin natürlich auch an mir selber dran und versuche mich so ein bisschen selber zu therapieren und zu ergründen, was ist eigentlich gerade los? Wieso ist das jetzt wieder so rückläufig geworden? Aber wahrscheinlich muss ich mich langsam mal mit meiner Diagnose abfinden, dass ich eben eine rezidivierende Depression habe. Das heißt, mal ist sie da und mal nicht. Es ist wie mit den Jahreszeiten, sie kommt immer wieder und es muss auch nicht immer unbedingt eine Ursache haben. Aber naja, vielleicht finde ich ja irgendwann mal einen richtigen Weg, damit umzugehen.
Aktuell muss ich das alles ein bisschen auf Sparflamme ausprobieren, denn da kommen wir zu dem dritten Thema. Ich bin diese Woche zum ersten Mal mit dem Krankenwagen gefahren. Sorry, dass ich jetzt so lache. Das war einfach so eine komplett weirde Situation und das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein Überspielungslachen. Also eigentlich ist es überhaupt nicht lustig. Ich bin diese Woche krankgeschrieben, zum einen wegen der Psyche oder zum anderen auch wegen meiner somatoformen Schmerzstörung, also Migräne und so weiter. Und dann war ich in der Stadt gewesen den einen Tag und dann bin ich zusammengeklappt auf offener Straße. Und erst habe ich mich versucht hinzusetzen und ich habe mich aber total komisch gefühlt. Also ich bin so richtig ohnmächtig, sage ich mal, geworden. Also mir wurde schwarz vor Augen. Ich habe noch gehört, was um mich herum passiert, aber ich war nicht richtig in der Lage zu antworten oder darauf zu reagieren. Und irgendwann habe ich mich einfach auf die Straße sacken lassen. Naja, und dann kamen natürlich die Leute und haben, also gut, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob so viele geguckt haben, aber ich habe halt immer wieder irgendwelche Stimmen gehört, die gefragt haben, oh, sollen wir ein Krankenhaus, Krankenwagen rufen? Braucht ihr Hilfe? Irgend sowas. Das habe ich noch mitbekommen. Das war mir peinlich für mich. Also klar, mir ging es zu dem Zeitpunkt schlecht. Aber allein das alles so zu rekapitulieren und sich zu denken, oh mein Gott, ich liege da auf offener Straße, jeder kann mich sehen in meinem verletzlichen Zustand. Und naja, dann kam auch tatsächlich der Krankenwagen und hat mich dann mitgenommen ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Und da wurde ich dann versorgt und dann durfte ich ein paar Stunden wieder nach Hause. Und es war sehr komisch und ich merke auch, dass mein Körper irgendwie gerade streikt, meine Psyche streikt und manchmal habe ich das Gefühl, in freier Natur wäre ich überhaupt nicht lebensfähig. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Warum macht mein Körper sozusagen solche Schmerzen oder solche Zustände für mich, die mich eigentlich in der Natur dazu bringen würden, dass ich von einem Säbelzahntiger gefressen werden könnte? Naja, vielleicht habt ihr da eine Idee. Ich wollte euch das eigentlich jetzt nur so mitteilen, wie es mir eben geht. Und ja, ich mache ein bisschen ruhiger zurzeit. Ich muss einfach auf mich aufpassen und darf mich nicht überfordern und muss halt gucken, wie ich das Ganze gut über die Runden kriege. Und Dienstag ist dann meine Prüfung und dann hoffe ich, dass sämtliche Sorgen und Probleme plötzlich von mir abfallen. Obwohl das eigentlich utopisch ist, dieser Gedanke. Aber es gibt Menschen in meinem Umfeld, die diese Stresssymptome von mir und diese depressive Verstimmung auf die Prüfung schieben. Obwohl ich das eigentlich nicht glaube, weil die Prüfung stresst mich nicht. Denn gelernt habe ich bisher ganz gut oder beziehungsweise mich mit dem Stoff auseinandergesetzt. Und am Ende weiß ich eh nicht, was drankommt und muss halt gucken, wie es klappt. Genau. Und nächstes Wochenende kommt Jasmin. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, Jasmin kann mich so ein bisschen aus meinen trüben Gedanken rausreißen und dann können wir endlich mal wieder den schönsten Freitagsvlog des Jahres drehen zusammen. Darauf freue ich mich. Ich glaube, es wird mir gut tun, dass sie da ist und dass ich dann wieder mit einer Freundin sozusagen im Gespräch stehe. So viel dazu. Jetzt wisst ihr alles und ich werde jetzt weiterhin ruhiger machen und naja, wenn ich so auf die Zeit gucke, hat ja fast die Länge von einem normalen Freitagsvlog erreicht, mein Gelaber. Aber ja, ich wollte euch nicht im Dunkeln damit stehen lassen, sondern euch mal ein bisschen erzählen, wie es aktuell so läuft. Ich weiß ja auch bei meinen Zuschauerinnen oder Innen, dass das bei einigen so ein Problem ist mit diesen Verstimmungen, dass man nicht so richtig immer weiß, wo es herkommt und was man dagegen tun kann. Naja, jedenfalls, euch wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende. Macht es gut und wir sehen uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Bye, bye.